So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo wir, naja, jetzt erstmal mit der Hauptstory wieder weitermachen können, aber jetzt erstmal ein paar klitzekleine Kleinigkeiten vorher erledigt werden müssen. Denn wie ihr jetzt hier sehen könnt, habe ich Fischl wieder ins Team reingenommen. Und Barbara, die wir zu guter Letzt ja gekriegt haben, mit dem Erreichen von Abenteurer Rang 20, ja, sie haben wir erstmal wieder rausgenommen. Denn ich habe ein bisschen mit ihr gespielt und, ja, für spätere Spielereien wird sie sicherlich gut, großartig von Nutzen sein, besonders auch wegen ihrer Heiler-Eigenschaften, aber, ne, jetzt will ich doch lieber ein bisschen Schlagkraft in meinem Team haben. Daher ist jetzt die gute Fischl mit ihren Favonius-Jagdbogen wieder mit dabei. Und den können wir jetzt sogar auch aufrüsten. Denn im letzten Part, nachdem wir Abenteurer Stufe 20 erreicht haben, dann ja sowieso ja auch nach dem Kampf gegen Devalim beendeten, haben wir als Belohnung storymäßig einen weiteren Bogen gekriegt. Weshalb wir den dann jetzt hier verfeinern können. Tja, Verfeinerungsgrad 2. Er schafft bei einem kritischen Treffer mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% einige Elementarteilchen, die der Figur 6 Punkte Elementarenergie wiederherstellen. 10,5 Sekunden Abklingzeit. Ja, besser als nichts. Des Weiteren können wir Fischl selbst auch noch aufrüsten. Also aufsteigen lassen. Denn wir haben ja das Lampenkraut. Wir haben aus irgendeinem Grund auch noch solche Elektroteilchen. Und wir haben sowieso auch sehr viele Speerspitzen gehabt. Also Aufstieg war jetzt möglich. Und wir haben ein neues Talent freigeschaltet. Sterneverschlinger. Tja, da können wir eigentlich auch bei den Talenten mal gucken, was es sein soll. Hier normaler Bogen, hier ja Oss. Hier habe ich dann auch mal kurz mal nachgesehen, was denn ihr ultimativer Angriff eigentlich sein soll. Ja, dadurch wird natürlich Ost, ihr schwarzer Rabe, beschworen. Sie wird dadurch geschützt und sie verteilt dann sowieso auch noch mal kurz ein paar Blitze. Tja, so viel dazu. Jedenfalls bleibt dann Ost auch noch bestehen. Und jetzt Sterneverschlinger. Wenn Fischl Ost mit einem voll aufgeladenen gezielten Schuss trifft, schickt Ost den Blitz des Heiligen Urteils zu den Gegnern in der Nähe und verursacht damit Elektroflächenschaden in Höhe von 152,7% des gezielten Schusses. Okay. Nicht übel. Aber jetzt, da wir sowieso ja auch noch unsere Stufe da, ja, wie sagt man so schön, aufgebrochen haben, erhöhen wir dann erstmal selbst nochmal ihre Stufe ein bisschen. Ein bisschen weiter Stufenerhöhung. Warum denn auch nicht? Es dauert zwar eine halbe Ewigkeit. Aber Schaden tut es ja sowieso ja nicht. Und wir sind jetzt wieder ein bisschen stärker geworden. Wunderbar. Was ist das hier mit Figurenzierde? Achso, wir könnten hier auswählen, was für ein Gefieder sie haben kann. Aber ist jetzt auch sowieso uninteressant. Wie dem auch sei, wir können allerdings immer noch nicht Dilux weiter aufrüsten. Das ist ein klitzekleines Problem. Wir haben immer ja noch nicht diese komischen, ja, wie heißt es jetzt so schön, Abzeichen der Plänkler. Na, wie dem auch sei. Jetzt holen wir uns erst einmal unsere heutige Einlog-Belohnung ab. 50.000 Mora. Gut, dann morgen ab Tag 5 gibt es dann eines Helden Weisheit. Dann Tag 6 wieder mal ein bisschen, ja, ich nenne es einfach mal Rüstungserz. Und ab Tag 7 Urgestein. Wieso eigentlich hierfür, hierfür man eine Zeit, ein Zeitlimit von 11 Tagen und 17 Stunden hat? Wüsste ich auch zu gerne.
So, gäbe es hier. Warte mal. Ah, das müssen wir noch erledigen. Probelauf. Ja, das müssten wir sowieso erledigen, um. Hier sowieso noch entweder ein paar neue Urgesteine zu kriegen. Hier wiederum ein paar neue Bücher. Und hier wiederum auch mal wieder ein bisschen. Na, wie heißt denn das jetzt? Verstärkungserz. So, viel dazu. Dann jetzt allerdings haben wir natürlich auch noch eine neue Nachricht von den Entwicklern gekriegt. Woher ich das weiß? Ja, die hatten es auf Twitter angekündigt gehabt. Warte mal, nur 300 Mo... Warte mal, füll die Umfrage bitte gewissenhaft auf. Als Dankeschön gibt es Mora mal 30.000 für das Ausführen der Umfrage? Das ist jetzt mal was ganz anderes. Okay, das hatte ich jetzt eigentlich gemeint. Entschädigung für die Routinewartung am 22. Oktober. Gut. Aber wie sollen wir da bitte schon an die Umfrage teilnehmen? Und wie wird sich das denn gleich mal, naja, bemerkbar machen? Naja, das könnt ihr vielleicht mal offscreen erledigen. Aber wie dem auch sei, wir haben jetzt erstmal uns selbst ein bisschen weiter aufgerüstet. Wir haben dann jetzt sowieso dann auch nochmal, warte mal, das wollte ich sowieso auch schon mal längst mal ausprobieren. Wie weit fliegt der Pfeil? Ich denke mal, der ist jetzt irgendwo im Teich gelandet. Ja, da bin ich mir jetzt sicher, der ist jetzt irgendwo im Teich drinne. Na, sieh mal an, da gibt es jetzt wieder mal ein paar Kisten. Warte mal, wieso ist jetzt hier so ein Lager? Na, ist dir jetzt auch egal. Oh, das ging jetzt wirklich schnell. Das war ja wirklich nicht der Rede wert, nicht wahr, Oz? Okay, Oz hat sich schon wieder mal verpieselt. Ja, ich frage mich jetzt eigentlich sowieso auch, weshalb machen wir uns jetzt eigentlich die Mühe und gehen hier zu Fuß zurück nach Mondstadt? Gute Frage. Höchstwahrscheinlich deshalb, weil wir... Warte mal, flüstern. Ach, was, wisst ihr was? Wir teleportieren uns einfach mal zurück in die Stadt. Wir müssen ja so oder so früher oder später ja nochmal kurz mit irgendwelchen Leuten hier storytechnisch reden. Aber was ich mich auch die ganze Zeit frage. Hier, das fünfte Symbol. Was soll das sein? Wir wissen ja, es gibt ja die verschiedensten Elemente in der Welt von Genshin Impact. Es gibt insgesamt 7 Städte, ja, die zu jeweils ein passendes Element ja haben. Mondstadt, ja, Wind. Dann, er sagt ja, der andere Kontinent da, wo ja unsere meisterhafte, leidenschaftliche Köchin Jiang Ling herkommt, ist wiederum eine Stadt, die dem Erdarkon dient oder huldigt, also Erde. Aber das fünfte Symbol, das scheint mir aus irgendeiner Sicht her nicht gerade, naja, sehr passend zu sein. Es scheint kein Element darzustellen, was wir bisher kennengelernt haben. Bisher kennengelernt haben wir die Elemente, ja, Wind, Feuer, Eis, Elektro, Wasser und Erde. Das wären 6 Elemente, von denen wir sowieso was gehört haben. Aber dieses komische Herzsymbol, das sagt mir überhaupt nichts. Warte mal, mit Cyrus könnten wir auch gleich mal sprechen, weil jetzt will ich erstmal meine Belohnung für Abenteurer-Rang
20 kriegen und dann sowieso noch eine klitzekleine Erklärung, wie man eigentlich in den Abyss absteigen kann. So, Belohnung für die Abenteuerstufe. Warte mal, erstmal die Erkundung. Hm, da haben wir jetzt auch erstmal was Neues gekriegt. Aber warte mal, wir haben jetzt verschiedene Karten neu gekriegt. Interessant, was haben wir denn hier drüben? Hm, hier gäbe es Karotten und Rettich. Und hier wiederum Gold. Irgendwas anderes. Und da mal wieder. Naja, wisst schon. Gemüse und so. Aber mal sehen. Hat irgendein. Ne, keiner dieser Figuren hat jetzt einen Bonus hier. Na, wisst ihr was? Wir schicken jetzt, glaube ich, einfach mal Barbara los. Ein bisschen Geld muss immerhin auch mal wieder sein. Aber jetzt sowieso Belohnung für die Abenteurerstufe. Tja, da haben wir dann auch gleich erstmal wieder 75 Urgesteine gekriegt. Zerbrechliches Harz. Verstärkungserz, vorbestimmtes Schicksal. Wunderbar. Hm. Ah, sieh mal an. Jetzt kriegen wir endlich mal eine Information, was das hier sein soll. Dadurch, also hier zwischen 25 und 26, ist also das Weltstufenlimit 2 versteckt. Interessant. Erklärt allerdings immer noch nicht so ganz, wie können wir jetzt in den gewundenen Abgrund hinein. Hm. Na gut, was haben wir sonst noch hier? Schalte einen Schrein der Tiefe frei. Interessant, Mission, das sind die täglichen Missionen, ist ja alles normal. Und was haben wir hier? Der gewundene Abgrund, da ist er ja. Hm, Belohnungsvorschau. Ebene 1. Interessant das Ganze. Ah, sieh mal an, auf Ebene 3, Raum 3, da gibt es wiederum auch eine legendäre Waffe, die wir dann später erstellen können. Interessant. Und ab welcher Runde kriegen wir eigentlich... Nice to meet you. My name is Xiangling. I'm a Sh- Okay, ich würde mal sagen, auch wenn wir gerne, gut und gerne mit der aktuellen Hauptstory jetzt mal weitermachen könnten, will ich jetzt eigentlich, aber warte mal, was gibt es denn hier eigentlich mit der Gebietssäuberung? Objektdetails? Ich bin mir hierbei nicht ganz sicher. Müssen wir nochmal gegen Sturmschrecken hierbei kämpfen? Hm. Na, ich werde mal die Herausforderung starten mit den gewundenen... Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Da drüben ist also der gewundene Abgrund. Wie soll ich da denn hinkommen? Ich könnte zwar hier was ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass das klappen würde. Was ist das? Treffen mit Sturmschrecken. Statue der Sieben.
Wir könnten das Ganze, wie es aussieht, nochmal wiederholen. Nee, wir machen erstmal mit der normalen Story weiter. Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild! Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over! The age of adventure is upon us! Roll up, youngsters! Join the Adventurers Guild today! In this time of great upheaval, we must rally together, take on the dragon, and save our great city of Mondstadt! What? What? This storm terror threat is resolved? I missed the acting clanmaster's speech? Yeah. Storm terror should have put up more of a fight. We didn't get to join in. Gut, mit ihnen haben wir schon mal gesprochen. Mit wem jetzt? Nimrod. Hört sich ja nicht gerade sehr normal an, dieser Name. Long live the heroes. Thank you. It's finally over. Many trade routes have closed due to the storm terror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables. But if the wine supply dries up, we're all doomed. I cannot imagine a world without wine. Wäre vielleicht jetzt mal ein guter Augenblick dafür, das Trinken aufzuhören. I hope they get the trade routes back up and running soon. Deine Leber sei dir Dank. So, was jetzt, Grace? Das ging jetzt auch schnell. So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the four winds. Every cloud has a silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return. For that, we have you to thank. Aunt Jean for her unfailing devotion. As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. Schön. Tja, das ist jetzt nun wirklich erstmal die reinste Abschlussbesprechung gewesen. Ja, wie es aussieht. Ah, sieh mal, Kea, wie geht's? Willst auch einen Eintopf essen? Greetings. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. Oh, ihr seid es, mein bester Freund Kea. Ah, so you do feel something for me. And people say my charm is fake. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's coming from a knight. Wieso steht der Typ da mitten im Springbrunnen? Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. Tja, was habt ihr denn jetzt vor? Me? Nothing. On the contrary, I'm trying to work out what others are plotting. That's why I'm here. Somewhere quiet, where I can collect my thoughts. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. Strategically, that's the perfect moment for the Abyss Order to make their move. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? Hm. Stimmt, wenn wirklich nur Lyrche angreifen, ist das wirklich komisch. To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited and watched for their next move. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churls' cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of... let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order. They are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes.
And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call him the Prince. Na, ich glaube, das war jetzt eine falsche Übersetzung. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. Ich hoffe, du hast dein Essen bezahlt. One minute I see Kaya, the next he's slipped away. Clear sign of a guilty conscience. Es ist ja nicht so, dass er nichts gemacht hätte. Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's... Hi, Sarah. One sticky honey roast, please. Na schön, die Essensangelegenheit hat sie jetzt auch erstmal erledigt. So, erstmal an den Tisch ransetzen. Warte mal, welchen? Was da drüben? Upsala. Ah ja, schön beim Bier hinsetzen. So, now schön abgestanden. Threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the Seven Nations until we find clues about his sister. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Tja, ich verlasse Mondstadt auch nur ungern. Ist eine schöne Stadt. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius and our honorary knight. Wherever you may go and wherever the wind may blow. Ja, möge der Wind uns führen. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. Jo, und bevor das Bier noch anfängt wegzulaufen. Sie hatten viel Spaß beim Essen. Ja, das hört man auch gerne. That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. Okay. Paimon, trink mein Bier für mich aus. Und dann auf geht's. Auf zur Kathedrale. Die Stille nach dem Sturm. Warte mal, das ist jetzt eigentlich keine Mission, wie es aussieht. Oder? Ist das jetzt eine neue Mission? Das Ende vom Ende. Okay, das scheint, wie es aussieht, jetzt doch eine neue Mission zu sein. Und wie es aussieht, gibt es hier... Warte mal, gefährliche Kletteraktion, das haben wir schon mal erledigt. Das Böse breitet sich aus, haben wir auch schon mal erledigt. Ein kleiner Schritt für den Heliörch, haben wir auch schon mal erledigt. Aber das ist neu, dick, rund und klebrig. Vernichte die Schleime. Das sind jetzt wirklich neue... Das ist auf jeden Fall eine neue tägliche Mission. Interessant. Naja, wir müssen jetzt so langsam aber sicher auch mal wieder damit anfangen, ein paar Urgesteine zu sammeln. Ja, genau das müssen wir nochmal erledigen. Neue Urgesteine zu sammeln. Und vielleicht dann auch nochmal im nächsten Part mal kurz versuchen, zum gewundenen Abgrund, also zum Abyss, zu gelangen. Wobei ich natürlich irgendwie das Gefühl habe, dass ich das aktuell nicht schaffen kann. Weil ich glaube, dafür braucht man ein bisschen mehr Ausdauer, als was wir aktuell haben. Ich habe mich bis jetzt auch noch nicht so recht damit auseinandergesetzt. Ja, ihr wisst schon. Die verlorene Anemokelusse zu sammeln. Für die Statue der Sieben, um dadurch meine Ausdauer weiter hochzuschrauben. Na, wie dem auch sei. Was werden dann jetzt abschließend Jean und Venti uns zu sagen haben? Hoffentlich jetzt nichts Anstrengendes. Wir haben gerade erstmal was getrunken und ja sowieso auch unseren Bauch vollgeschlagen. Ha.
Ach hey, da ist Barbara, die wir gerade auf Mission geschickt haben. This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the holy lyre de Hamel. May the animal Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master. But I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? Ja, ein paar Einzelteile. We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us. It's just... it's a little... Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. The Holy Lyre! Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough! Oh, give it here. To fix it, but you'll never touch the lyre again. We really should get going. That trick I used to repair the holy lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? You tone-deaf bard! Hey, don't go! Typisch. Alles nur eine Illusion. Ach, na toll. Na schön. Die heilige Leier ist also nicht repariert und wir müssen uns jetzt trotzdem ein bisschen anstrengen und laufen nach dem vielen Saufen. Dieser verdammte Straßenmusikant. Aber trotzdem, mich interessiert es wirklich sehr brennend, was für ein Symbol oder was für ein Element das darstellen soll. Feuer, Wasser, Wind, Elektro... Dann da drüben ja sowieso Eis und Erde. Aber was ist dieses andere Symbol dort? Finsternis? Licht? Natur? Natur würde eigentlich passen. Oh, was ist jetzt los? At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. La signora, die Dame, die achte. Streets looking for leftovers. Mondstadt calls this a god. Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirky wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? You should have held your tongue. So, this is a gnosis, huh? Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Ah!
Identity! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Wirklich lange Zeit später. Nachdem wir K.O. geschlagen wurden. Und Ventis göttliche Macht gestohlen wurde. Venti, wie geht es ihm? I wouldn't say he's all right, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient. But he just said, it's completely normal, and then got up and left the cathedral. He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. I wanted to stop him, but Master Jean said to let him leave. How strange. Tja, ich glaube, ich weiß, was dahinter steckt. Paimon remembers Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. Das Problem hierbei ist natürlich, damals hat er noch seine göttliche Kraft gehabt. Aber jetzt ist die ganze Situation natürlich komplett anders. Weil damals hat er ja noch sein Herz gehabt. Oder jedenfalls das, was einem Gott ausmacht. Die göttliche Macht. Jetzt ist er zwar eigentlich auch noch ein bisschen stark, aber, ja, seine Kraft hat sich quasi, jetzt würde ich mal sagen, halbiert. Wenn man jetzt noch großzügig ist. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? Aber was ist das göttliche Herz nun? So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people. But I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself. Tja, und as a gnosis. Tja, und was ist das dann an deiner Hüfte-Dekoration? It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. Tja, aufs Neue fühle ich mich betrogen, aber man gewöhnt sich dran. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. Ich denke mal, diese Gottheit aus Part Nummer 1 ist diese Sarin von Snezhnaya. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7. The Tsaritsa who reigns from her winter palace. And the one person that the Fatui Harbingers all answer to. Okay, die schaltet damit jetzt schon mal wieder aus. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's Gnosis. Tja, wie ist die Zarin des Eises denn so als Göttin? How should I put this?
500 years ago, I knew her well. But I can't say the same is true now. Naja, sie könnte auch schon längst tot sein. Götter sind ja auch nicht unsterblich. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago. And after that, she cut off all ties with me. Andererseits, vielleicht könnte sie dann ja doch ja die Göttin aus dem ersten Part sein. Wenn sie sich vielleicht vor 500 Jahren ja sehr stark nach was für einem Konflikt oder Unglück, wie auch immer, sich verändert hatte, könnte sich auch ihre Macht verändert haben. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the Seven, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, In any case, this year's rite of dissension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! One moment, Windborn Outlander. Tut mir leid, dass ich die Animokraft der Statue der Sieben unwissentlich angezapft habe. Just use it gratefully. Or, better yet, treat me to a glass of dandelion wine. Tut mir leid, ich trinke keinen Alkohol und ich schenke auch keinen aus. Traveler, as you set off on your journey once again, you must the birds of Teyvat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. Venti! Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. Danke sehr. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Gut, erzähl mir etwas über die Gottheiten. As I said before, Vision wielders are known as allogenes and may ascend to Celestia. A gnosis is a higher order nexus of elemental manipulation and is emblematic of an Archon's status as one of the Seven. But as for which of the Seven took your brother, I'm sorry, I don't know. Wait, as one of the Seven, I'm not clear of suspicion yet either, am I? Du hast nicht das geringste bisschen Ähnlichkeit. Hang on a hot second. Tone-Deaf Bard is just one of Barbados's many incarnations. Who's to say that... Naja, jetzt kennen wir ihn schon so lange, es gibt keinen Grund an ihm zu zweifeln. We're a great team indeed. Say, once you find your brother, how would you like to become one of the new Four Winds? Vielleicht. You don't seem too into it. Hey, Tone-Deaf Bard! If being one of the Four Winds means free food, you can consider Paimon! If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Mal sehen, La Signora interessiert mich jetzt nicht. Erzähl mir etwas über den Orden des Abgrunds. Kaya shared some new intelligence, you say? Oh, I see. So, the Abyss Order has a prince who orchestrated the plan to corrupt Dvalin? They were probably trying to turn Dvalin into a weapon of war for the Abyss. But that said, I have never heard of any such princess of the Abyss Order. Tja, das scheint also erst kürzlich so gekommen zu sein. I think so too. Apparently. But how does a prince come out of nowhere and take command over the entire Abyss Order? If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Nee, höchstens vielleicht noch was von La Signora. That Fatui lady didn't hang around, did she? She just grabbed your gnosis and left? She wanted to avoid any eyewitnesses from the Knights of Favonius. The slightest slip-up here would have destroyed the Fatui's diplomatic relations with the Knights. So they're just gonna keep acting like Mondstadt's allies as if nothing happened?
If only the Seven Nations had banded together against the Abyss Order in the first place. The Fatui possess the strongest military among the Seven Nations, yet they've used it to steal the Holy Lyre, covet the power of gods, and use D'Valin as a bargaining chip against the Knights. Speaking of the Lyre, didn't Diluc say something like this before? He said that the Fatui could only run amok across the Seven Nations and threaten the Knights because of the Harbingers. Yes. As I said earlier, the Cryo Archon has given them authority and strength beyond that of other mortals. The Tsaritsa. I haven't seen her in 500 years. What is she thinking? Whatever the answer is, I have a feeling it's only going to make your search for the Seven all the more difficult. Ne, das wäre jetzt soweit alles. Well then, best be off to Liyue. If the dissension ritual you failed to tally, then another year you must dally. Na gut, als nächstes müssen wir also nach Liyue hingehen. Oh, Kapitel 1, erster Akt. Vom Land inmitten von Mo... Warte mal. Stand da jetzt was mit Level 23? Sphäre des Segens. Nimm die Herausforderung an. Also, wie bitteschön soll ich da... Gerüchte um den Helden der Nacht. Das ist jetzt mal was ganz Neues wieder. Aber gut, wichtige Informationen. Einmal kurz mal starten. Was ist das? Eine neue Sphäre ist freigeschaltet. In den Sphären, die sich überall im Land befinden, sind verschiedene wertvolle Schätze verborgen. Ja. Das könnten wir dann also im nächsten Part mal in Angriff nehmen. Aber was ist denn jetzt hier los? Alibi des Helden der Nacht. In letzter Zeit gibt es Gerüchte um einen sogenannten Helden der Nacht. Das scheint dann sicherlich auch mal wieder eine ziemlich lange Mission zu sein. Gebiet der Wölfe. Du und Palmer, ihr wollt nach Wolfenlauf gehen, wo sich nur selten jemand aus Mondstadt hintraut. Niemand weiß, welche Gefahren in dieser völlig der Natur überlassenen Gegend lauert. Und für die Adeptenzeremonie brauchen wir also Rang 23. Na, das kann jetzt wirklich eine halbe Ewigkeit ja dauern. Aber wie dem auch sei, im nächsten Part, ja, was werden wir dann machen? Als allererstes mal die täglichen Missionen. Und danach, ja, mal sehen. Wie sieht's denn ansonsten jetzt hier? Okay, was habe ich jetzt angeklickt? Okay. Wie sieht es jetzt aus mit der Sphäre des Segens? Hallo? Midsommerhof. Wo soll der jetzt sein? Okay, der Midsommerhof ist also da oben. Vielleicht sollte ich aber auch erstmal ein paar andere Sachen in Angriff nehmen. Ja, es gäbe jetzt ja eigentlich ja so einiges, was ich ja theoretisch ja machen könnte. Besonders ja auch hier unten ja noch mit dem gewundenen Abgrund. Aber wie soll ich da hingelangen? Die Distanz, ich glaube irgendwie nicht, dass ich es mit meinem aktuellen Level an Ausdauer schaffen könnte. Und was ist hier drüben? Tal des Gedenkens. Naja, als allererstes müssen wir mal sehen, dass wir ein paar tägliche Missionen abschließen können. Und dann können wir immer noch mal sehen, was wir dann als nächstes machen. Ob wir eine neue Story-Quest machen, ob wir dann vielleicht doch eher mal ein paar neue Tempel entdecken. Ich sag jetzt auf jeden Fall erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao, wo wir dann wieder einiges zu erledigen haben. Bis dann und ciao.